Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit erhalte, meine Erfahrungen mit der Lehrveranstaltung Rückentraining, Methodik und Didaktik des Studiengangs Physiotherapie darzustellen. Das Wesentliche dabei war ja, dass diese Lehrveranstaltung eigentlich eine sehr stark studierendenzentrierte Lehrveranstaltung ist, die Studierenden sehr praktisch arbeiten müssen und wir jetzt plötzlich nach der zweiten Unterrichtseinheit von der Präsenzlehre in die Telelehre gegangen sind. Als Überschrift habe ich gewählt, gerade noch im Turnsaal und jetzt schon in der Telereha mit einem Fragezeichen einfach versehen. Was sind die Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung? Grundsätzlich sollten die Studierenden dieser Lehrveranstaltung erlernen, wie man Gruppen anleitet, und zwar welche didaktischen und methodischen Aspekte man mit einbringt. Und die Gruppen, die angeleitet werden, sind Personen, die Rückenprobleme haben. Es ist eine integrierte Lehrveranstaltung mit einem ICDS-Arbeitsaufwand hinterlegt. 15 Unterrichtseinheiten, also eine SWS, findet im zweiten Semester des Studiengangs Physiotherapie statt. Und es gibt eine LV-immanente Beurteilung. Es sind in der Gruppe 20 Studierende. Welche Kompetenzen sollen die Studierenden erlangen? Sie sollen theoretische Grundlagen des Gruppentrainings inklusive Indikationen und Kontraindikationen von Gruppen kennenlernen. Sie sollten Grundlagen der Methodik und Didaktik von Gruppenanleitungen anwenden können. Sie sollen die Rahmenbedingungen für Gruppentherapien berücksichtigen können. Sie sollen Gruppen auch tatsächlich anleiten können. Und am Ende der Lehrveranstaltung bzw. im letzten Block sollte ein Lehrauftritt stattfinden, zu dem in der Präsenzlehre Personen von auswärts, also nicht fachkundige Personen sind, eingeladen werden. Es ist der Ablaufplan, den die Studierenden auch vorab bekommen. Es gibt eben fünf Unterrichtsblöcke zu jeweils drei Unterrichtseinheiten. Der erste Termin mit drei Unterrichtseinheiten dient der Weitergabe der theoretischen Inhalte der Lehrveranstaltung, wo wir über methodische und didaktische Aspekte sprechen. Und es wird der gesamte Ablauf der weiteren Termine besprochen. In den Terminen 2 bis 5 passiert eigentlich nur mehr die praktische Umsetzung vom Ganzen. In den Terminen 2 bis 4 werden jeweils unterschiedliche Schwerpunkte eines Gruppentrainings bearbeitet, wie zum Beispiel der Themenbereich Aufwärmen einer Gruppe, Themenbereich Bauchmuskeltraining, Themenbereich Rückenmuskeltraining, Themenbereich Mobilisation, Themenbereich Koordination, Themenbereich Dehnungsübung, Entspannung. Und dann noch Schwerpunktinformationen und Ergonomie-Tipps. Die Studierenden mussten sich dann jeweils einem dieser Schwerpunktthemen zuordnen. Und innerhalb der Schwerpunktthemen haben dann wiederum zwei bis drei Studierende unterschiedliche Teilaufgaben bekommen. Das Ziel war, dass jeder Studierende in seinem Schwerpunkt zu einer genannten Teilaufgabe 10 Minuten für ein Gruppentraining vorbereiten sollte. Das heißt, man musste Übungen aussuchen, man musste didaktischen und methodischen Überlegungen anstrengen, man musste schauen, dass die Übungen zielgruppenadäquat sind, dass die Wiederholungszahlen passen, dass man auch eine gute Mischung aus spielerischen Elementen und drinnen hat. Der fünfte Termin, der letzte Termin, wäre so geplant gewesen, dass die gesamte Gruppe von 20 Studierenden gemeinsam ein Rückentraining im Ausmaß von rund 70 Minuten geplant hätte, auch wiederum mit den Inhalten der einzelnen Schwerpunktthemen. Die Überschrift wäre gewesen Rücken gesund. Und zu diesem Lehrauftritt wären Personen von auswärts eingeladen worden, die quasi dann auch die Referenzgruppe für ein qualifiziertes Feedback an die Gruppe gewesen wären. Nun, zwischen dem zweiten und dem dritten Termin kam es dann Corona-bedingt zur Schließung der Fachhochschule und zur Überleitung von der klassischen Form des Unterrichts, nämlich der Präsenzlehre, in das neue Format der Online-Lehre oder der Telereha. Die besondere Herausforderung darin war, dass diese Lehrveranstaltung halt tatsächlich ab dem zweiten Termin eigentlich zu 100% praktischer Natur war. Das heißt, die Frage war, wie konnten die Studierenden das, was sie normalerweise in einem Turnsaal in einer tatsächlich vorhandenen Gruppe instruieren konnten, jetzt auch in den Online-Betrieb umstellen. Welche grundlegenden didaktischen Überlegungen gibt es für die Lehrveranstaltung, egal ob jetzt im Online-Betrieb oder auch im Präsenzbetrieb? Lernergebnisorientiertheit ist wichtig, Kompetenzorientiertheit ist wichtig, Studierendenzentriertheit ist wichtig und selbstorganisiertes Lernen ist wichtig. Wie habe ich versucht, das zu steuern?
lernergebnisorientiert, indem sehr klare Formulierungen der Einzelaufgaben, also die Schwerpunktthemen habe ich genannt, und innerhalb der Schwerpunktthemen hat es dann noch jeweils Aufgabendefinitionen in schriftlicher Form über den eCampus verfügbar gegeben. Wichtig ist hier, dass die Handlungsanleitungen wirklich sehr konkret sind und die Studierenden konnten aufgrund dieser Handlungsanleitungen ihre Aufgabe hervorragend erfüllen. Die Planung der Lehrveranstaltung sollte entlang der Kompetenzerwartungen, die vorher genannt worden sind, auch geleitet werden. Und ein wesentliches Ziel war die Übertragung von theoretischem Wissen in praktisches Handeln. Die Studierendenzentriertheit sollte mit dem Schwerpunkt auf aktivem Lernen und Erproben ermöglicht werden. Ein wesentlicher Teil auch der Lernergebnisse waren die einzelnen Reflexionseinheiten. Das heißt, nach jeder Präsentation, nach jedem Auftritt der Studierenden haben sie eine Selbstreflexion durchgeführt und bekamen dann auch noch ein Feedback von den Teilnehmerinnen und auch ein Feedback durch den Lehrveranstaltungsleiter. Das heißt, in mündlicher Form und dann nach der Lehrveranstaltung noch einmal zusammengefasst in schriftlicher Form. Und letztendlich wichtig auch selbstorganisiertes Lernen. Die Studierenden mussten ab dem zweiten Unterrichtsblock sich selbst organisieren, mussten sich selbst zuteilen, mussten selbst auch den letzten gesamten Lehrauftritt gemeinsam gestalten und inhaltlich auch so formen, dass wirklich ein roter Faden durch die gesamte letzte Einheit erkennbar war. Was bleibt für die Studierenden? Zuerst einmal, und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt, das Feedback, das die Studierenden sowohl von den Kolleginnen als Teilnehmer erhalten haben, wie auch das Feedback, das sie vom Lehrveranstaltungsleiter bekommen haben. Natürlich bleibt am Ende immer auch eine Beurteilung, die in zwei Stufen gemacht wurde. Einerseits mussten die Studierenden eine schriftliche Sammlung ihrer präsentierten Übungen zu den jeweiligen Aufgabenstellungen der Schwerpunktthemen abgeben. Das wurde im Moodle-Kurs gesammelt und macht 40% der Endnote aus. Und den größeren Teil, 60% der Endnote, machte dann die Beurteilung der Sequenz im Lehrauftritt in der letzten Unterrichtseinheit, im letzten Unterrichtsblock aus. Die Übungen, die die Studierenden ausgewählt haben, wurden in schriftlicher Form, wie ich schon gesagt habe, am eCampus hochgeladen. Dadurch, dass im gesamten Studienjahr 60 Studierende in diesem Jahrgang sind, gab es dazu rund 200 Übungen, die ab jetzt verfügbar sind, inklusive Beschreibung der Ausgabenstellung, der Endstellung, der Durchführung, der Wiederholungszahlen, teilweise auch mit Bildern unterlegt. Auf diese Übungssammlung können die Studierenden auch weiterhin zugreifen und diese Übungen später dann im Praktikum oder auch in ihrer beruflichen Tätigkeit verwenden. Und sie haben einen gesamten Ablaufplan für eine Unterrichts- oder einen Auftritt, den sie auch im Praktikum so übernehmen können, wo man wirklich einen gesamten Ablauf des methodischen, didaktischen Vorgehens für eine Rückentrainingseinheit gesammelt hatte. Was war jetzt das Resümee der Online-Lehre bzw. der Überleitung von der Präsenz in die Online-Lehre? Die Überschrift, die ich gewählt habe, ob wir eben gerade noch im Turnsaal und jetzt schon in der Telereha sind, muss natürlich ein bisschen präzisiert werden. Natürlich ist es nicht Telereha, die wir gemacht haben, sondern wir haben tatsächlich nur eine Lehrveranstaltung, die einen sehr hohen praktischen Hintergrund hat, in die Online-Lehre überbringen können. Telereha an sich braucht aber auch, egal ob es jetzt nur praktische Inhalte als Online-Lehre oder als Online-Lernen auch verwende, wesentlich mehr Vorbereitung. Man muss die Kamerapositionierung gut einstellen, man muss schauen, wie es mit dem Ton ist, man muss die Positionierung beachten, schauen, dass die Räumlichkeiten da sind. Man muss schauen, dass die Teilnehmer auch alle Utensilien, die man unter Umständen für das Training braucht, Trainingsgeräte, Matten und so weiter, dass auch die Teilnehmer, die Online-Teilnehmer auch im Vorhinein auch informiert sind, was gebraucht wird und so weiter. Es fehlt die Möglichkeit des direkten Korrigierens. Ein ganz wesentlicher Anteil von Gruppentraining ist ja auch, dass die Anleiterinnen und Anleiter direkt auch bei Fehlern korrigierend eingreifen können. Im Realbetrieb, in der Online-Lehre, ist das natürlich nicht so gut gelungen, weil die Studierenden, wenn sie den ersten Lehrauftritt praktisch auch vor der Kamera haben, damit genug zu tun haben, die Übungsanleitung selbst korrekt durchzuführen, sich selbst in der Kamera zu beobachten, zu schauen, ob man sichtbar ist, ob man hörbar ist. Und da wäre es einfach auch zu viel gefordert, dass sie gleichzeitig jetzt auch schon das Gegenüber, das dann auch wiederum über Video eingespielt ist, korrigieren könnten. Das fehlt dann natürlich in der Online-Lehre im Vergleich zur Präsenzlehre. Interaktion, Spaß und Freude, die ja ganz ein wesentlicher motivierender Faktor in einem Gruppentraining sind, fehlen natürlich bei der Online-Lehre oder der Telereha völlig, weil die meisten natürlich auch
die Mikrofone stumm geschalten haben. Letztendlich ist vielleicht im Bereich dann in den Zeitrahmen, die wir dann das Feedback gegeben haben und die Reflexion durchgeführt haben, über den Chat immer ein bisschen was aufgekommen, was auch in die Interaktion vielleicht auch beschreiben könnte. Die Einbindung einer externen Gruppe hat im letzten Block gefehlt. Wir haben diese letzte Einheit, also wo diese gesamte Trainingsstunde durchgespielt wurde, so gemacht, dass immer eine Person angeleitet hat und die Kolleginnen und Kollegen dann auch die Durchführenden waren, die das dann auch wieder befeedbackt haben. Natürlich eine externe Gruppe, die nicht sachkundig wäre, wäre hier vielleicht noch einmal eine bessere Übungsmöglichkeit gewesen. Grundsätzlich sind die Studierenden aber an der Telereha grundsätzlich interessiert. Sie finden es auch für die Zukunft durchaus als eine nützliche Möglichkeit, aber trotzdem hätten sie so für den ersten Lehrauftritt vor einer Gruppe sich das eher in der Präsenzlehre gewünscht. Im Rahmen der Zwischenevaluierung der Lehrveranstaltung haben wir auch als Zusatzfrage den Studierenden die Frage gestellt, wie sie den Kompetenzerwerb im Rahmen dieser Lehrveranstaltung im Online-Format auch empfinden. Und von den Studierenden, die bei dieser Zwischenevaluierung teilgenommen haben, meinen 7 Personen, dass der Kompetenzerwerb auch im Online-Format sehr gut möglich war. Immerhin 12 sagen, dass es gut möglich war. 6 meinen, dass es befriedigend war, 9 genügend und nur eine Person meint, dass es nicht genügend war. Ich habe schon ganz vorher kurz angemerkt, ja, man muss sagen, es war nicht Telereha, was wir gemacht haben, sondern es war tatsächlich ein durchaus gelungener Versuch, wie man eine in höchstem Grade praktisch orientierte Lehrveranstaltung relativ schnell, ohne Zeitverlust und auch ohne Umplanung im Stundenplan direkt auch in die Online-Lehre überführen konnte, ohne dass man das Gefühl hätte, dass die Studierenden dadurch weniger Kompetenzen erworben hätten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.